Gut, also ich fange jetzt einfach an zu setzen. Ne? Genau. Und ich muss alles durchsetzen. Sie müssen alle. So, was habe ich hier zu tun? Okay, Sie starten bei der Stiftung Historische Museen Hamburg. Die Stiftung hat Ihnen eine langfristige Ausstellungsplanung vorgelegt, die größtenteils Schulprojekte beinhaltet. Kulturwissenschaftler und Historiker halten diese Projekte für sehr empfehlenswert. A. Sie teilen die Meinung der Experten und investieren 5 Kulturo. Oder B. Sie fördern diese Projekte nicht, da Jugendliche ohnehin kaum Eintrittsgeld bezahlen und so auch keine Mehreinnahmen für das Museum entstehen. Im Gegenzug schränken Sie die Öffnungszeiten ein und sparen dadurch 4 Kulturo. Ja, ich muss sie leider ausgeben. Gut, ne? Okay. Weil das ist ja, dafür sind Sie ja da, die Stiftung Historischer Museen. Ich würde mal sagen, möglichst viele Menschen damit etwas mit zu tun haben. Und dass man auch so etwas wie, wollen wir sagen, eine Erfahrung bekommt, was diese Stadt wert ist. Weil eines der Hauptprobleme, vor denen wir gegenwärtig stehen, ist ja, dass man so etwas wie ein historisches Gedächtnis nicht mehr existiert, wenn wir nicht die Museen hätten. Und die Schwierigkeit ist, dass wir eine Unterfinanzierung der Museen haben seit mehreren Jahren. Aufgrund dessen kann man keine besonderen Ausstellungen mehr machen. Und Ausstellungen sind eigentlich das Salz in der Suppe bei Museen, weil nur dann gehen wir selber, wahrscheinlich alle hier, in Museen, wenn es eine neue Ausstellung gibt. Und dann guckt man sich auch die alten Sachen nochmal an. Die Schwierigkeit, vor der wir leider stehen, ist, dass viele Menschen ein hohes Interesse haben an dieser ganzen Achse, die dort ist. Es gibt große Immobilieninteressierte in dieser Stadt, die dort die große Shopping Mall machen wollen. Von der neuen Mitte in Altona, ne, bis zum Altonaer Balkon, was ja einer der schönsten Ausblicke über die Stadt ist. Und das, diese Auseinandersetzung werde ich als Kultursenator noch immer kräftig führen müssen. Und die wird noch einige Jahre dauern. Gut. Okay, dann rücken Sie weiter. Herr Engelsfeld, nehmen Sie eine Karte und dann legen Sie vor, was da drauf steht. Wegen erneuter Bauverzögerung muss das Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie mit den Wiener Philharmonikern abgesagt werden. Wegen Verdienstausfällen ist den Wiener Philharmonikern die vertraglich vereinbarte Summe von 2 Kulturo zu bezahlen. Das ist ja schlecht, ne? Weil Wiener Philharmoniker, die verdienen sowieso schon so gut. Im Gegensatz zu den Hamburger. Aber so ist das. Wien hat ja auch ein bisschen mehr übrig für Kultur als Hamburg. Nehme ich jetzt mal was ein? Schauen wir mal, es kommt drauf an. Ich sehe schlecht aus, ich weiß das schon. So, Bücherhallen, Ihre nächste Station. Sie können die Hamburger Bücherhallen dazu veranlassen, die größten Filialen in Wandsbek und Altona nur mehr 3 Tage in der Woche zu öffnen. Das spart an Heiz- und Wasserkosten 5 Kulturo. Oder B. Die Bücherhallen leisten meiner Meinung nach einen wertvollen Beitrag für die Bildung in Hamburg. Daher sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Das kostet Sie 4. Ja, ich gehe schon wieder ins Minus. Das Problem ist, dass ich mich mit der Chefin von der öffentlichen Bücherhalle eher darüber gestritten habe in den letzten Jahren, dass ich es auch noch wichtig finde, dass die öffentliche Bücherhallen in den Stadtteilen vor Ort ist. Mhm. Wir haben die Situation jetzt, dass jetzt das Hamburger öffentliche Bücherhallen in Lurup und Ostdorf geschlossen worden sind und in Isarbrook wie für eine Zentrale in Blankenese. Und das Problem ist, dass die kleinen Kinder natürlich nicht den Weg machen von Ostdorf bis Blankenese. Und dementsprechend viel später die Möglichkeit haben, praktisch etwas zu lesen. Und dementsprechend ist es eher ein Rückschritt. Also Sie investieren, dass die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Und jetzt mache ich die neue Ereigniskarte. Genau. Die von Ihrem Vorgänger eingeführte Kulturtaxe für Touristen bringt mehr Einnahmen als erwartet. Sie erhalten 2 Kulturo. Na, das erfreut mich sehr. Das Erstaunliche ist, dass mein Vorgänger das nicht schafft, sie einzuführen. Weil es ja so ist, dass ja gegenwärtig die Hotels besonders gefördert werden, dadurch, dass dort der Mehrwertsteuersatz gesenkt worden ist auf 7% von 19. Und das führt ja dazu, dass dort praktisch mehr Einnahmen existieren. Ich finde es richtig, diese für vor allen Dingen kulturelle Aufgaben praktisch abzuschöpfen. Okay. Es gibt einen kleinen Streit, den wir mit der Tourismusbranche haben. Die wollen das alles für sich haben. Wir werden mal sehen, wenn ich Kultursenator bin, wie wir das sortieren. Gut. So, jetzt komme ich endlich mal zu einem Risiko. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. So, Ihre Förderungsentscheidung beim Altonaer Museum hat Auswirkungen. Sie haben in die Museen investiert. Die Europäische Union bewertet die Projektideen als wegweisend, trägt einen Teil der Investitionskosten und fördert die Stiftung Historische Museen Hamburg zusätzlich. Das bringt Ihnen 4 Kulturo. Ich bin begeistert. Ja. Ich
Ich bin ja fast Weltkulturmensch geworden dadurch. Gut. Nächstes Feld. Das Schauspielhaus. Sie stehen in Verhandlungen mit der Belegschaft des Deutschen Schauspielhauses. A. Sie fordern, dass das Schauspielhaus die jährliche Premierenanzahl reduziert. Sie sparen und erhalten somit 4 Kulturo. Oder B. Sie verzichten auf Einschnitte beim Schauspielhaus, weil sie selbst ein großer Fan der Inszenierungen sind und erhöhen die Zuschüsse, um so zusätzliche Gastengagements zu ermöglichen und das Renommee des Schauspielhauses zu steigern. Das kostet sie 5 Kulturo. Ja, ich muss es leider trotz allem bezahlen, obwohl die Begründung, ich bin nicht unbedingt immer ein Fan vom Schauspielhaus, aber das muss man ja auch nicht an jeder Inszenierung sein, aber sie sind streitbar und deswegen für unsere Stadt gut. Mhm. Ein wichtiges Argument, was ja in den letzten Wochen immer so bewegt worden ist, ist zu sagen, warum braucht eigentlich ein Schauspielhaus mehr Unterstützung als so etwas wie das Thalia? Mhm. Und das Phänomen am Schauspielhaus ist, und diese Diskussion musste mein Vorgänger, also der jetzige Kultursenator, ja erleiden, dass er gemerkt hat, irgendwie zu sagen, irgendwie, das kann doch mit der gleichen Summe ausgehen. Wenn das, aber der Unterschied ist natürlich, wenn man eine solche riesige Bühne hat, und es ist die größte Bühne Deutschlands, das Brechbühne, muss man natürlich einen ganz anderen Druck auf die Bühne setzen. Man muss mehr Leute draufsetzen, man muss mehr Kraft draufsetzen, man muss mehr Musik draufsetzen, man muss, kann nicht so Stücke nur mit 1-2 Personen dort machen, das füllt den Raum nicht. Mhm. Die große Gefahr der Hamburger Pfeffersäcke ist, dass man so etwas macht wie leider Preisverleihung. Es ist einer der schönsten Räume Hamburgs. Und mit diesem Gedanken werden die auch alle noch spielen. Das kann man leider auch dadurch machen, dass man sagt, das Schauspielhaus kriegt weniger Geld. Das heißt, 40% der Zeit wird es hergegeben für irgendwelche Galas. Ne, von irgendwelchen Paris Hiltons, die da rumlaufen. Oder Juristen feiern von irgendwelchen Bucerius Law School. Oder was man sich so vorstellen kann. Die Kommunikation zwischen Kulturbehörde und die Leuten, die es dann betrifft, war ja, was zumindest was man aus den Medien entnommen hat, nicht so wirklich fein und englisch. Wie haben Sie das mitbekommen? Ich habe erlebt, wie Herr Stuth aufgetreten ist auf der Betriebsversammlung. Phänomenal. Er nannte dieses Argument, dass man doch in der Lage sein müsste, mit ähnlich viel Geld auszukommen wie Thalia. Mhm. Man muss sagen, dieser Kultursenator hatte noch nicht mal eine richtige Ahnung, dass dieses junge Schauspielhaus da war. Dass es einen guten Ruf hat, das kann einem ja als normaler Hamburger Bürger immer passieren, aber als Kultursenator darf einem das nicht passieren. Und nochmal Risiko. Sie haben bei den Bücherhallen gefördert und die Öffnungszeiten ausgeweitet. Die Bücherhallen erfreuen sich durch die verlängerten Öffnungszeiten zunehmender Beliebtheit. Das bringt ihnen zusätzliche 4 Kulturo. Die Bücherhallen werden schon eine schwierige Zeit vor sich haben. Auch darüber muss man sich klar sein. Wir haben eine Situation, in der eben nicht mehr so viel gelesen wird. Wir halten zwar Lesen für eine, und Lesen ist einer der wichtigsten Kulturmomente. Das heißt, wir werden sinkende Zahlen dort vielleicht haben und trotzdem sind sie besonders notwendig. Mhm. Gut, die im Jahre 2009 renovierte Glasfassade des Altonaer Museums muss gereinigt werden und das kostet 1 Kulturo. Wenn wir die Glasfassaden der Elbphilharmonie hier um die Ecke reinigen, dann kostet das aber wahrscheinlich 500 Kulturo im Vergleich dazu. Okay, dann vielen Dank für das Gut. Spiel. Danke sehr, hat mir Spaß gemacht. Es war eine das gute ist Art, schön. Glaube ich, das irgendwie anders auch mal darzustellen und nicht immer diese Frage-Antwort, sondern das ist schick.